It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Hi Leute und herzlich willkommen zu dem Medium. Das ist so eine Horror-Mystery-Geschichte. Ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole. Und ich schaue es mir mal an, ob es mir zusagt, ja. Na komm schon, da steht immer irgendwas im Weg. Wir sollen eine Krawattenklammer irgendwas finden. Schauen wir uns mal um. Oktober. Zwei Tag der Schutzengel. Begräbnis um 10 Uhr. Ultraschall, unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Biopsie, Paket an Marianne schicken. Termin beim Neurologen, Begräbnis um 12.30 Uhr. Ultraschall, Termin beim Neurochirurgen, Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr, Marianne vom Bahnhof abholen. Alter Schwede, das ist immer ein Terminplaner, ja. November, Allerheiligen, Allerseelen, Operation. Die treibt sich viel bei irgendwelchen Ärzten und ja, irgendwie sehr viel bei Ärzten rum.
Es gibt hier keine bewegliche Kamera. Das ist hier Kamera à la Resident Evil. Von den ersten Teilen. Von den ersten Resis. Shit. Ja. Nice to see you too. Eine kleine Miezekatze haben wir auch. Lass mal ein bisschen umschauen. Können wir hier Katzenfutter reinschmeißen oder was? Ja, einen Schlüssel werden wir der nicht zum Essen geben. Looks nourishing. Die macht schon Tage vorher das Katzenfutter auf. Das für eine Marke. Habe ich das schon mal gegessen? Keine Ahnung. Katzenfutter kann man ja essen. Die Tiere, die kriegen besseres Zeug als wir. Ach so. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Eine kleine Miezekatze. Hui. Okay, weiter. Good morning, Krakow. Ist das in Polen oder was? Krakau? Kann das sein? Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sirsas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sirsas kamen heute wie üblich zur Arbeit. Aber statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen, ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandierten die Mitglieder des Bergwerk-Rettungskomitees von Sirsa. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sirsa aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tichy, egal, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Die neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Aha. Da wissen wir ja schon mal, in welcher Zeit das spielen könnte. Heute hielt US-Präsident Bill Clinton eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO anfangs dieses Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokratien und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Interessant. Das ist am 5. November 1999. Ja gut, das ist ja gut 10 Jahre nach dem Fall der Mauer. Hier geht's nicht weiter. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Kannst du Fotos entwickeln? Aber das werden wir jetzt noch nicht brauchen. Nee, da haben wir noch nichts. Entschuldigung, noch nichts. Huh. I guess I forgot about this one. I can do it now. Wir nehmen das einfach mit.
So, dann schauen wir uns weiter. Eine Riesenwohnung hat die natürlich, ja. Interesting. 1984. Ein altes Buch. So kleine Grafikfehler. Right. The tie clip. Ach so, ja. Pull yourself together, Marianne. Man soll hier auch im Verlauf des Spiels so ein Splitscreen bekommen, wo man sich in der, ja, wie soll ich sagen, in der Geisterwelt bewegt und mit Toten oder Geistern sprechen kann. Jack's room. Und parallel dazu bewegt man sich im Hier und Jetzt. Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Ah. Da haben wir sie doch. In den Landesfarben von Polen. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. So kann man während der Corona-Krise nach Polen reisen, in einem Spiel. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Was ist denn mit der Miezekatze los? Die hat mich... Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Einfach mal aufhören, irgendwas zu drücken, wenn ich noch rede. Die Katze hat mich gerade voll angefaucht. Dieses Untier. Weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Aber Matthew und so sind doch keine polnischen Namen. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war,
ihre Mitschüler zu trösten. Aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Aha. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Sowas zeigt die rum. Name, Alter 3 Jahre, Geschlecht, weiblich, war es mit 3 Jahren schon. Erste Diagnose, Verbrennung zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedeckten. Verdacht auf Inhalationsverletzung, Leute, ich geht schon wieder los hier. Pflege und Stabilisierung, erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet. Verabreichung von Trinklösung eingeleitet. Schmerzlinderung eingeleitet. Der Patient wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht. Der Patientin, Entschuldigung. Bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Noch wissen wir ja gar nicht, in welche Richtung der ganze Spaß hier gehen soll. Aber der Charakter ist schon arg vorbelastet. Okay, hier waren wir. Jetzt können wir eigentlich die Wohnung verlassen, oder? Die Klammer haben wir ja. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Über ein Bestattungsunternehmen. Auf jeden Fall schön gemacht bisher. Sieht wunderbar aus. Da gibt's gar nichts. An dem Fenster wird immer geraucht. Erinnert mich ein bisschen an die alten Point and Click oder Click and Point, wie ihr wollt, Adventures. Von der Machart her. Ab und zu mal so ein kleiner Grafikfehler, aber das kann auch an einem Raytracing liegen, wie auch immer. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Der letzte Abschied, Bestattungsinstitut. Das gleiche. Jack's in the prep room.
Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen Adam Nowak. Familienkontakt. Bababa. Allgemeine Informationen. Männlich. 2.5.76. Geburtsort Krakau. Mutter Hanna. Vater Stanislav. Beruf Universitätsstudent. Verheiratet. Ja gut, das sind alles so. Das müssen wir nicht durchlesen. Check, Mr. Nowak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Was laber ich schon wieder? Marianne. Schlüssel. Here it is. Achso, hier steht's ja. Verabschiede dich von Jack. Bereite Jack für seine letzte Reise vor. Okay, das. Ja. Aber ich sag mal, ich mache ja mal einen Cut und ja, ihr könnt mir ja sagen, ob. Also ich finde es bisher interessant. Wahrscheinlich würde ich es auch dann als Let's Play weiterspielen. Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bisher finde ich es sehr gut. Es wird auch langsam interessant. Okay, bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi.